Kaiserschnitte retten Leben und Kaiserschnitte werden aus medizinischen Indikationen gemacht. Das ist meine feste Auffassung. Und nun ist die Frage, was sind medizinische Indikationen? Natürlich können auch mütterliche Ängste eine medizinische Indikation darstellen. Wir versuchen dann alles, um die Mutter so zu unterstützen, dass sie ihre Angst überwindet. Aber wenn das nicht fruchtet, dann wird auch in solchen Situationen ein Kaiserschnitt gemacht. Manchmal vielleicht von anderen belächelt als Wunsch-Kaiserschnitt, aber dem gehen oftmals Wochen- oder monatelange Diskussionen und Gespräche voraus. Ich glaube, man kann sich ja fast gar nicht darauf vorbereiten, denn es beginnt ein Leben der Unplanbarkeit oder in Unplanbarkeit. Es kommen jeden Tag neue Dinge auf einen zu. Und ich glaube, am besten bereitet man sich dadurch vor, dass man sich auf alles einstellt, auf alle Eventualitäten, auch die unvorstellbaren. Und dann, glaube ich, hat man ein leichteres Leben, als wenn man versucht, dagegen anzuplanen. Denn in der Regel machen einem die Kinder hier den Strich durch die Rechnung. Natürlich ist Sex in der Schwangerschaft erlaubt, keine Frage. Traut man sich natürlich meistens nicht zu fragen. Weil man immer denkt, naja, darf man das überhaupt und soll man das überhaupt, bestehen große Ängste in dieser Frage. Aber alles, was beiden Spaß macht und gewollt ist, ist selbstverständlich erlaubt. Und wenn es bestimmte Gründe gibt, keinen Sex zu haben, denken wir beispielsweise an wiederholt auftretende Blutungen in der Schwangerschaft, denken wir an eine vor dem Muttermund sitzende Plazenta, Mutterkuchen, dann wird Ihnen Ihre Ärztin oder Ihr Arzt das schon rechtzeitig sagen.